Cheerleading kennen die meisten nur aus dem Fernsehen. In amerikanischen Filmen sind sie zu sehen, die Jungs und Mädels, die ihre Mannschaft akrobatisch unterstützen. Seit 11 Jahren wird das Cheerleading aber auch in Dessau betrieben als Vereinssport beim SV Dessau 05 mit Meisterschaften und allem, was dazugehört. Höhepunkt jeder Saison sind die Regionalmeisterschaften im März. Genau darauf bereiten sich derzeit auch die kleinsten Cheerleader beim SV Dessau 05 vor, die Sweet Kitties. Ja, wir haben am 9.3. eigentlich dann unsere Generalprobe, auch hier in der Halle, weil am 16.3. dann die Meisterschaft in Riesa ist. Vorher machen wir nochmal einen Faschingsauftritt beim PSV, wo dann nochmal ein bisschen auch Auftrittsatmosphäre geschnuppert werden kann. Und ansonsten heißt es jetzt wirklich trainieren, trainieren, trainieren. Eine gute Möglichkeit dazu bot das Pee-Wee-Camp des CCVSA am vergangenen Wochenende. Über 70 Kinder aus Wernigerode, Bernburg, Halle und Dessau übten Grundlagen der Hebefiguren, Bodenturn und Sprünge. Ja, wir Dessauer haben uns das jetzt hier an Land gezogen, weil das einzigste Camp ist erstmal ohne Übernachtung. Wir sagen, eine Übernachtung hier in den Turnhallen zu organisieren, ist immer sehr aufwendig. Und unsere Kinder haben dann damit den weiten Weg auch nicht. Wir waren auch ein bisschen egoistisch. Wir haben ja die schöne Turnhalle hier, die also auch groß genug ist. Und wir haben also Teams aus den anderen Städten Sachsen-Anhalts eingeladen, um das hier durchzuführen. Gerade bei den Kleinen sind wir ja erstmal den Grundlagen, auch Körperspannung, gerade die Bodenturnelemente, Rhythmusgefühl für das Tanzen. Aber ich denke, besonders schön ist für die Kinder auch dieses Teamgefühl, das füreinander verantwortlich sein, auch gerade bei den Hebefiguren. Sie müssen aber auch lernen zu zählen, sie müssen lernen sich zu konzentrieren. Also es ist viel, was ihnen abverlangt wird. Außerdem bot das Camp die Möglichkeit zum Vergleich zu schauen, wie weit sind die anderen, gibt es neue Talente oder gar neue Choreografien. Am Ende bringt man sich dann gegenseitig bei, was der andere noch nicht so gut kann. Zum Abschluss des Pee-Wee-Camps führte jedes Team ein kurzes Programm vor, bevor es dann für die Nicht-Dessauer wieder auf die Heimreise ging.